Können wir nämlich um ein Territorium schon mal erleichtern. Dann unsere Armeen wieder ausbauen und... Euer Königreich wird angegriffen. Oh, er ist intelligent. Gucken wir doch mal, wie sehen unsere Armeen so aus? Du bist noch beim Aufbauen, du bist voll immer noch. Dir fehlt es an zwei Reitern. Drei Reitern. Ein Kanonier. Okay, eine macht mit zwei, noch zwei Reitern. Du verlierst gerade sehr viele Musketiere, kann das sein? Dann warten wir jetzt einfach mal ab. Es kommen ja auch noch immer Truppen. Und ich glaube, den Drill, den haben wir. Das ist gut. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Also ja, bei dir... drei Reiter und ein Kanonier. Bei dir brauchen wir vier Musketiere. Ein Reiter und zwei Kanoniere erstmal. So, er wird seine Armee wieder auffüllen. Das ist aber halb so schlimm. Wartet er darauf, dass die Armee dann voll ist. Dann marschieren wir nämlich hier rüber. Greifen ihn von hier aus an. So, Befestigungen sind ausgebessert, aber wahrscheinlich die unteren. Die oberen noch nicht. Ja, es wird eine Weile dauern, bis die Kanonen eintreffen. Und ja, er nutzt den Moment, um auch nachzurüsten. Wir können unsere zwei Hausierer nutzen, um nochmal uns mehr Geld zu holen. So, da kommen die Truppen. Die Nachschubtruppen für den. Fehlen noch Nachschubtruppen für ihn. Und seine Kanonen fehlen noch.
3 jedenfalls, dass ich eine... Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Da sehe ich Nummer 2. Da ist eine Kanone noch, die fehlt. Und wo bleibt die zweite? Das ist eine gute Frage. Wir können unsere Wege ein bisschen ausbauen. Damit wir schneller nach da drüben kommen. So, eine Kanone fehlt noch. Da kommt sie auch schon. Na, wie sieht deine Armee aus? Der baut seine Armee nur langsam wieder auf. Das ist okay. Damit können wir leben. Das heißt, wir verschieben unsere Armeen jetzt mal darüber. Auch auf die Gefahr hin, dass wir da unten angegriffen werden. So, Festigungen sind ausgebessert. Wir warten, dass die Armee wieder voll wird. Euer Königreich wird angegriffen. Ja, das ist uns egal. Vielleicht, wenn wir selber angreifen. Überlegt er sich so und bricht ab. Wenn ich in dem Sektor ist, jetzt nichts so Wichtiges. Wenn ich mir seine Armee so ansehe, hat er eh nicht die Stärke, um da wirklich viel zu machen. Ja, weil sobald seine Kanonen down sind. Ist er selber down. Also kann er nicht viel machen. Ich frage mich gerade, warum habe ich noch Geistliche? Sind die auch von der Forschung übrig geblieben?
hier drüben. Oh, neue Kanone. Ja, man merkt, wir haben keine Ballistik. Das hier unten wird aber unschön gerade. Diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sie. Kein Problem, wir bringen ihn dann gleich dazu abzubrechen. Nur warten, bis ein bisschen geheilt wurde. Wie sieht es hier drüben aus? Wir warten noch auf die letzten beiden Musketiere. Dann können wir hier zum Angriff ausholen. Hier sind ja nur zwei Türme im Weg, da sind wir schon drin. Gut, hier sind auch nur noch die zwei Türme im Weg. Also, hier sind nur wirklich zwei Türme. Griff abgeblasen. Okay, er zieht sich zurück, weil ich wahrscheinlich doch ein bisschen zu nah an seiner Burg jetzt bin. So, wie sieht's hier aus? Unsere Armeen sind voll. Die Armeen haben leider ziemlich stark einstecken müssen. Naja, okay, eigentlich so stark auch nicht. Hauptsächlich Kanonen. Und ja, er versucht jetzt seine Haut zu retten. Was aber nicht gelingen wird. Muss nämlich noch durch das ganze Territorium durchmarschieren, während wir schon bei fast voll sind. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig.
Ausrüstungsgut über. Ihr habt euch der Inquisition widersetzt. Meine tapferen Waffen besitzen meine Stadt besetzt. Aber ich leiste keinen Widerstand. Wer mich auf die rechte Wange schlägt, den halte ich auf die linke hin. So, wie sieht's hier drüben aus? Den zweiten Turm haben wir fast eingerissen.